Radio check. Ja, einen herzlich willkommen und ja, ich freue mich, dass wir es jetzt geschafft haben, hier endlich auch live zu sein, hier zum fünften Lauf hier zu unserer aktuellen Sprintmeisterschaft der GT4-Klasse. Mein Name ist André Neumann, ich muss hier alles nochmal ein bisschen einstellen. Sollte eigentlich heute ein Kollege für uns da sein, aber ich vertrete jetzt dafür jetzt dann den Julian, das werde ich vielleicht mal kurz ein bisschen aus den Augen verloren. Nicht so schlimm. So, wie ihr auch gerade seht, wir sind schon fast sogar am Ende des Qualifyings. Ja, nur noch die restlichen paar Sekunden für haben wir es jetzt leider nicht hinbekommen, aber hoffentlich können wir euch doch trotzdem noch ein ganz wunderschönes Rennen, oder besser gesagt zwei Rennen sogar hier bieten. Also da haben wir auch schon dann unsere ersten Fahrer hier. Also der Dirk Natz ist also auf der Pole, der Peter Jünger, Peter Krippner, Robert Wiesenmüller auf der 4. Ja,
Da haben wir dann auch schon unsere Platzierung jetzt. Da ist Zervan auf der 6. Davor ist Ivo Infanger und Michael Garscher auf der 7. Hier seht ihr auch nochmal dann die ganze Liste gerade hier, wo sie alle dann unterwegs sein werden. Ja, wie es dann so ist, von Fahrer zum Moderator rübergesprungen, aber so ist es nun mal. Egal, da fahre ich halt nicht mit, dann mache ich das heute für euch hier, die dann heute Abend wieder ordentlich mit hier am Start sind. Ja, ich grüße auch ganz herzlich hier unseren Stefan, der natürlich auch gerade auf dem Nürburgring da unterwegs ist. Ein paar Freunden, also schöne Grüße geht's da raus. Und natürlich hat alle anderen Kollegen, die wir hier immer dabei haben. Freuen uns natürlich auch von jedem Einzelnen, der hier wieder mit eingeschaltet hat. Da habt ihr jetzt auch nochmal hier die Liste des Ganzen. Wir gehen natürlich jetzt von diesem Moment. Also ich muss erstmal mich hier neu orientieren. Also wir haben jetzt nochmal 5 Minuten etwa Warm-up. Da kann jeder sich nochmal ein bisschen warm fahren. Ja, und ich muss sagen, wir haben 28 tolle Fahrer hier und Fahrerinnen. Natürlich, wir dürfen Julia nicht vergessen, die auch mit dabei ist und bisher auch immer gut durchgekommen ist. Ja, aber auch den einen oder anderen, der hier mit neu dazu gekommen ist, begrüße ich ganz herzlich. Ja, freuen wir uns natürlich, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Ja, und ich freue mich natürlich sowieso riesig hier. Irgendwas sein sollte, Stimme vielleicht zu laut, zu leise oder irgendwas anderes, bitte lasst mir da einfach ein Feedback da. Das wäre super von euch. Ja, sonst eigentlich hoffe ich doch mal, wir haben jetzt zwei richtig schöne Rennen hier. Hier auf Monster. Da haben wir jetzt zweimal dann die sogenannten 30 Minuten. Die Top 10 werden dann im zweiten Rennen sozusagen umgekehrt, das Ganze. Und wir haben auch dann die besseren Fahrer, die jetzt auch im letzten Rennen wieder da vorne mit dabei und ordentlich unterwegs waren. Die haben dann auch zusätzlich nochmal Gewicht bekommen. Ja, das kommt natürlich auch nochmal zu. Oh, da ist dann da. Das ist hier ein bisschen größer, aber schönen guten Abend hier, Deutsche Ring, dass du auch eingeschaltet hast, ja, oder der Wolfgang. Ach, hätte man da vorher ein bisschen gewusst, dass hier gerade niemand da ist, dann hätte ich das vorher machen können. Aber schön, dass du auch mit dabei bist und begrüße jeden Neuling hier und der gerade hier mit dabei ist, wieder Qualifying war jetzt leider so schnell nicht drin, weil wir haben natürlich, wir haben ja der große letzte Pack bekommen hier von Racezoom. Jetzt bei der BMW-Pack, das auch richtig gut ist, kann ich nur jedem ans Herz legen, also macht auch Spaß, also egal, wenn sie so eine M2, dann der GTE und dann noch ein obwohl war noch ein GT3-Fahrzeug, aber riesig, riesig, ganz, ganz toll, ja. Wer ist denn da? Hi Lars, ja Lars, hey, grüß dich, dass du so wieder eingeschaltet hast, Mensch, jetzt sind doch hier unser ganz verrückten Time Tree Racer hier. Haha, ich grüße euch wieder, ja. Ja, schön, dass ihr auch mit dabei seid. Bringt noch ein paar Jungs hier mit dazu. Ja, mal gucken, wo können wir denn hier einfach mal reingehen? Gehen wir zu Robert Wiesenmüller, einer unserer ganz schnellen Leute. Lass mal schauen, ob ich hier mal ganz, ganz schnell hier auch meine Liste nochmal euch rauswerfen kann. An der Stelle. Weil alles ein bisschen extrem spontan. Muss man erst 20 Seiten öffnen, bevor man am Ziel ist. Kann ich euch da ein bisschen mehr sagen, wie die Wertung momentan ist. Also, auf jeden Fall vorne ist Robert Wiesenmüller mit 151 Punkten vor Timo Pfeffer mit 153. Ja, und die sind ja beide, also Robert Wiesenmüller, Timo Pippa, da haben wir ihn auf Platz 16, also jetzt, ja, das ist natürlich jetzt hier keine Position, ist ja nur Warm-up, da können sie noch ein bisschen warm fahren, das sind dann die heißen Kandidaten, aber wieder hoch, Oliver Bernd nicht vergessen, wo haben wir ihn?
Olli, wo versteckst du dich? Ah, da steht er ja. Ach, klar, wieder in der Boxengasse. Da will er sein. Will sich noch ein bisschen, soll ich sagen, noch mal ein bisschen zu trinken holen, ein bisschen ausruhen, bevor es dann hier auch im Monster dann richtig abgeht. Richtig vorwärts geht. So, dann grüßen wir auch schon die Nächsten. Tom, schönen guten Abend, dass du da bist. Ja, ja, hey Leute. Ja, alles extrem spontan, viel Stress, hier Stress, aber so ist das manchmal. So, was haben wir denn? Wir haben hier alles ist soweit da. Wir hatten die letzten Sekunden, jetzt etwa 20 Sekunden und dann geht's auch schon ab ins erste Rennen. Ja, wir haben natürlich im letzten Rennen, da haben wir dann doch das eine oder andere kleine, ja, kleinen Unfall gehabt, den wir ja dann bestimmt der eine oder andere sich sehr groß geärgert hat, aber heute geht's wieder nach vorne. Wichtig ist, Kopf frei kriegen. Rennen ist Rennen. Unfälle gehören mit zu Racing und natürlich erfolgreicher Grund ist natürlich Spaß. Ganz, ganz wichtig. Und schauen wir mal. Mal sehen, was Tim Konietzny hier macht. Auf jeden Fall erstmal gar nichts. Wir gehen jetzt in die letzte Minute, bevor es dann auch hier losgeht zum ersten Lauf hier in Monza zum GT4 Sprint Cup. So, jetzt können wir auch mal ein bisschen hier hoffentlich ein bisschen mehr durchatmen. Ich bin ganz gespannt, wie das hier läuft jetzt hier. Gerade jetzt hier in der ersten Kurve. Da ist ja hier so, das ist ja wieder unser Liebling. Und vielleicht finden wir da noch ganz schnell was. Wie heißt sie denn nochmal? Hat einen ganz tollen Namen. Genau, die Variante Del Retti Filo. Also ich bin da jetzt im Italienischen jetzt auch nicht so bewandert, aber egal, die Männer und Jungs, die sind alle auf, sind alle losgestartet und ab geht's hier. Dirk Nass noch vorne mit seinem BMW vor Peter Jünger, der ist ganz dicht dahinter. Mal gucken, die Wohlfanger, unser Schweizer, auf Platz 3 und hat sich mal weggedreht. Das war Lars Zimmermann gewesen, der ist ganz weit dahinter. Worden. Bis auf den letzten Platz sogar. Dann haben wir schon den Robert Wiesmüller, der ist da auf Platz 4 unterwegs und versucht jetzt schon hier den Ivo-Infanger irgendwie anzugreifen. Da ist auch ganz groß seit der Abstand. Dann haben wir auf Platz 5 hier Michael Garscher. Auch ein ganz schneller. Aber vorne die ersten vier können sich schon mal ein bisschen absetzen. Mal schauen, da auf Platz 16, da haben wir Graumeinte Schneider hier mit dem KTM. Der ist ja auch ein bisschen schwieriger beim Losfahren, aber ist wirklich den Kurven, da hat er seine Stärke und da ist er jetzt Platz 16. Sieht eigentlich ganz gut aus bis jetzt, aber mehr geht auf jeden Fall. Auf den Geraden muss er sich noch ein bisschen bemühen, ob er da rankommt. Dann haben wir Chris Holm auf 13 momentan, wird verfolgt von Timo Konietzny. Auf 14 dahinter. Dann haben wir Michael Klein. Michael Klein und Tom Kloos. Oh, das sieht alles noch ganz, ganz eng aus hier. Aber schön hier. Die Top 10, also die Top 2 sind vorne schon sehr weit weg. Ja, was sage ich da? Top 2? Ja, Top 2. Ja, Dirk Nass. Ja, und da hinten tummelt sich alles. Und wir gehen mal ganz kurz mal nach vorne. Da geht's um die erste Position. Peter Jünger versucht jetzt da irgendwie vorbeizugehen. Mal sehen, jetzt aus seiner Perspektive hier. Lumia fährt. Und da haben wir auch schon erstes Lowdown. Desalvo war das. Also Peter Jünger auf der 2 momentan. Versucht hier Dirk ein bisschen unruhig zu stellen, aber nichts da. Es funktioniert noch nicht. Auf 3 Robert Wiesmüller vor Peter Krippner. Da hat sich alles doch ziemlich gut
nochmal, ja, vom Abstand ziemlich normalisiert, kann man sagen. Dann haben wir auf Platz 6 Rico Kistenbacher. Auch oft gut, stark vorne dabei und gibt jetzt hier richtig Lukas Alenka hier, zeigt mir jetzt mal, wo es lang geht und setzt sie ein bisschen weiter da aus und überholt. Dann haben wir dahinter gleich wieder Don Cruz und Michael Klein zusammen hier auf Platz 8 und 9. Noch ziemlich eng das Feld hier. Der Porsche, ja, der eigentlich der BMW, der ist ja ein bisschen schneller sogar eigentlich von der aktuellsten, also von dem PS hier. Aber er hat vielleicht auch mich ein bisschen die Kurve etwas schwächer. Mal sehen, ob da Michael auf den langen Geraden das nochmal umsetzen kann. Werde ich mal sehen. 30 Minuten haben wir, 26,5 haben wir jetzt rum. Dann gehen wir zurück an die Schnur auf 17 und 18 an die Schnur. Da sind die beiden Schnur ist da unterwegs. Wo sind sie denn? Da hinten sind sie irgendwo. Das sind denn die beiden BMWs. Also drei BMWs hintereinander. Also schön blau, weiß und der weiße Schneider drückt sich da noch dazwischen. Ja, er drückt sich dazwischen. Wahnsinn, er hat das genau, er hat's genau gesehen. Und Andi Stuhl ist bis auf Platz 19 zurückgefallen. Ah, schade, da wollte ein bisschen später bremsen, aber da ging nichts. Dann um 18. Alessandro Di Salvo, der da auch schon seine Slowdown bekommen hat, ist jetzt auf der 18 unterwegs. 19 da jetzt wieder an die Schnur und dahinter haben wir Oliver Bernd, von dem ich noch eigentlich viel mehr erwartet hätte. Aber gut, er wird ja auch mit Gewichten und das sollte man natürlich dann noch mit dazu erwähnen. Der hat ja auch mit hier Pascal Berninger auch nicht gerade einen einfachen Gegner da um sich herum und könnte auch Pascal, ja, ich will mal vermuten, ist ja hier McLaren, dass er da jetzt an dem Mercedes vorbeigeht. Kommt er vorbei? Ja, er zeigt sich, aber ja, er ist vorbei. Da wird man auch schon gleich, wie der Oliver Bernd dort zu tun hatte. Und dann schon wieder die nächsten. Lars Zermahn ist vorbeigegangen. Wahnsinn, hat sich da gleich ganz, ganz schnell mit ein vorbeigeschlichen. Keine Chance, wo immer mehr. So, im hinteren Feld, mal gucken hier, was haben wir hier? Thomas Kübler ist gerade hier an Dominik Löwenbauer. Mal sehen, ob man da jetzt nicht ein bisschen rankämpfen kann. Wahnsinn. McLaren gegen McLaren. Ob das gut ausgeht, ihr wisst es nicht, aber ich denke schon. Aber schön, dass die also schön aneinander herfahren. Im McLaren hier sind doch meistens mehr im hinteren Feld zu finden als weiter vorne. Aber es war schon fast klar gewesen. Gut, dann haben wir Florian Noster. Müsste dabei auch einer unserer etwas neueren hier. Ich grüße sie auch ganz herzlich. 26. drittletzter. Aber dabei sein ist alles. Und auch am Ende. Thorsten Jans heute nur vorletzter auf 27. Und dann haben wir noch die liebe Julia Kallis, die unterwegs ist. Da ist der Abstand deutlich größer, schon 21 Sekunden. Aber durchkommen ist natürlich alles. Wir sind bereits in der vierten Runde und die beiden nehmen sich bis jetzt gar nichts. Überhaupt nichts. Also Dirk Nast bleibt vor Peter Jünger. Kann das bis jetzt eigentlich doch ganz gut managen. Aber wie er das auch hier hinbekommt. Ja, mal gucken hier, Dirk. Mal sehen, ob jetzt da der Peter irgendwo eine Chance sieht, vorbeizugehen. Hier in die Kurven, da ist er mal ein bisschen dran. Ne? Und dann ist der BMW schon wieder etwas weg. Ja, da zieht er weg. Da ist einfach so richtig. Ja, da ist die Kraft in der BMW, der ist schon nicht die schlechte. Aber es ist natürlich gut anzusehen, wenn man jetzt hier einfach mal BMW und AMG zusammen mal vergleicht jetzt hier. Ist schon sehr interessant in den Kurvenbereichen jetzt hier. Da war mal gerade jetzt der Variante Ascari gewesen.
Und dann kommen wir auf die sogenannte Parabolika jetzt auch zu. Die ist natürlich sowieso immer eins der größten Highlights der Main, immer der Rennen. In der, ob es in der Formel 1 oder anderen Klassen ist, aber gerade in der Formel 1 sieht man das jetzt sehr, sehr schön, wie oft auch da überholt wurde schon. Oder auch man den Schwung mitnehmen muss, damit man auf diese lange Gerade hier doch alles mitnimmt. Und das tun die beiden ganz gut. Können sich auch vom Feld absetzen. Mal sehen, was Robert Wiesenmüller dazu zu sagen hat. Bis jetzt erstmal nicht viel. Aber er sollte den Blick auf jeden Fall nach Peter Grimner nicht vergessen. Der ist auf jeden Fall im rechten Auto. Und der ist auch nicht ganz weit weg. Es sind gerade mal so 18. Da mal schauen. Wir haben auch Michael Garscher noch dabei. Auch heute wieder super gut dabei. In diesem schönen gelb-schwarzen AMG. Ganz toll. So, gehen wir mal zum nächsten, wo es ein bisschen enger wird. Das ist dann gleich dahinter hier bei Luca Salenka. Der ist ja da auch schon. Der ist ja da auch schon vorbeigekommen. Hat jetzt nach und nach doch auf Null. Ja, ist ja auch von dem. Ah, die beste Runde war jetzt nicht die allerschnellste, aber er ist gut dran. Ne? Michael Klein ist ja auf jeden Fall erstmal hier vorbeigegangen. Ein Top-Plus, also da hat es jetzt sich noch ein bisschen bewährt hier. Und jetzt wird es eng hier noch mit Rico Kistenmacher. Und dahinter haben wir dann auch gleich Ivo Infanger. Das heißt BMW, Porsche, Mercedes und wieder BMW. Also vier hintereinander. Ganz toll, vier wirklich sehr stark Fahrer. Mal sehen, jetzt Tom Nuss kommt da rein. Mal sehen jetzt, ob der Rico Kistenmacher jetzt da irgendwie hinterherkommt. Ob man da jetzt irgendwo eine Lücke findet, muss jetzt hier auf der Rad. Mal sehen, der Porsche ist eine gute Geschwindigkeit, der zieht da ganz, ganz gut weg von der AMG. Da sieht man, der muss wirklich leider abreißen lassen. Das ist dann doch so der Nachteil. Kann aber wieder beim Anbremsen hier wieder ankommen. Dann haben wir noch ein richtig ordentliches Duell hier auf Platz 16, 17, 18, 19, 20 und nur 21. Meine Güte. Hintereinander geht es hier aber um richtig viel. Ja, da haben wir dann also Alessandro Di Salvo, dann Pascal Benninger dahinter auf der 17 da unterwegs und dann den Lars Lamar, den es ja leider am Anfang weiter hinten geschoben hat durch den Dreher, was natürlich ganz schnell hier im Monza passieren kann. Ist da gleich mal auf Platz 18 hier angekommen und macht es jetzt hier, sag mal, sein. Ja, den sogenannten Kollegen im gleichen Fahrzeug nehmen wir einfach. Aber mal gucken, ob wir da rankommen. Dann haben wir auch Fabio Jiroszewski und Lars Zerban ist jetzt in und ist auch durch. Ah, da ist er ganz gut durchgekommen. Also super. Wirklich alles richtig gemacht. Ja, und was war das denn da? Malte Schneider! Waren wir ihn da? 26! Ach du meine Güte! Da Malte, der ist doch so schön nach vorne gekommen und jetzt noch auf Platz 27. Da hat sie wirklich direkt in die Mauer reingerasselt. Oh, wei, oh wei, oh wei. Das sah böse aus. Ob da wirklich alles noch in Ordnung ist, wissen es nicht. Ja, ich kann uns das später nochmal erklären. Schade, schade, aber auf jeden Fall, nee, das sieht nicht gut aus. Also da, wie er da so rumschaukelt, ich glaube, da ist noch einiges am Auto kaputt.
mal sehen, ob er jetzt reinfährt oder ob er draußen bleibt. Ja, er bleibt draußen. Vielleicht ist es doch nicht ganz so schlimm. Aber gehen wir mal zu Gabriel von Topka. Entschuldigung, Topka. Also, unser einziger Pole hier mit dabei. Ja, begrüßen wir auch ganz herzlich, dass er am heutigen Brettabend hier mit dazugekommen ist. Auch in unserer Liste noch nicht erwähnt gewesen. Da ist man auch dabei. Ja, schön, freuen wir uns natürlich. Gerade mit Thorsten Jans hier im schönen Duell. Mal gucken, wo es da noch hingeht. Dann haben wir auf Platz 9 und 10 immer noch Rico Kistenmacher und Ivo Infanger. Die Ulmfanger ist deutlich da hinten durchgereicht worden. Ich bräuchte die nicht. Und super, dass er da auch richtig irgendwie nah dran bleibt. Aber guck mal hier. Das sieht doch ganz gut aus hier. Mal sehen. Ah, okay. Ja, ob er jetzt da durch ist. Da, Ivo Ulmfanger. Jetzt das Anbremsen, jetzt die Parabolika, jetzt den Schwung mitnehmen. Den Rico, ja, der AMG hat ja da die Schwäche, ein bisschen auf den Geraden. Mal sehen, ob da der Ivo jetzt durchziehen kann. Er hat auf jeden Fall das Auto, das etwas mehr Topspeed hat. Also durch ist er erstmal, mal sehen, ob er jetzt noch rüberzieht. Spät anbremsen, ja, da ist er auf jeden Fall erstmal durch. Das sieht alles ganz gut aus für Ivo Infanger. Chris Olm auf der 11 und 12, Timo von jetzt liegen. Gleich beide dahinter. Dann haben wir Timo Pippert dahinter, nur auf der 13. Da ist nicht viel zu sehen hier, er kann hier nicht mithalten. Ja, ist natürlich gleichzeitig auch mit Gewichten hier unterwegs. Ganz klar, ist ja normal, dass er da dann auch seine Schwierigkeiten hat. Oliver Bernd geht's nicht anders auf der 18. Der muss sich da aufpassen, dass er nicht noch von allen Vieren überholt wird. Ja, man sieht's, Oliver Bernd, der hat zu tun mit seinem AMG. Macht sich so breit, wie es nur geht. Aber Pascal Benninger, der kennt sich aus, der guckt da, wo er ihn nicht zurechtlegen kann. Ich vermute mal, auf den etwas engen Geraden, den Schwung aus der Kurve raus, da sollte es auf jeden Fall gelingen. An die Stuhl, auch mit der Slowdown in der Idee, da muss er auch aufpassen, dass es nicht zu viel wird, ja. Und leider muss ich verkünden, also Malte Schneider hat das erste Rennen aufgegeben bereits. Schade, schade, schade. Aber Malte, halt die Ohren steif. Es gibt noch ein zweites Rennen. Natürlich die Daumen, da wird es schon besser laufen. Und wenn du halt durchkommst, dann ist es auch schon viel wert. Aber bleiben wir hier beim Duell. Oliver Bernd, besser ein bisschen weiter weg. Aber wir können noch mal noch kurz nach vorne gehen. Hier geht es auf jeden Fall um Platz 3. Da ist wieder Grimner näher angekommen. Robert Wiesenmüller ist gerade dabei, sich so breit wie es nur geht zu machen. Nimmt die äußere Linie. Er nimmt eigentlich die innere Linie und er macht das genau richtig. Er weiß, wie er den Meter da bezwingen kann, noch etwas den weiteren Weg fahren zu müssen. Und kann sich bis jetzt auf Platz 3 behaupten. Sehr schön. Super gemacht. Auf jeden Fall an der Stelle. Ja, da sieht man auch so die Erfahrung. Man sieht es aber auch bei den beiden. Die haben eine Menge Erfahrung. Die wissen auch, wie sie miteinander hier umzugehen haben. Und ich sag mal, es ist zwar schwer, hier Monster zu erholen. Gerade wenn man jetzt so ein etwas schwäches Auto hat, dann und man dran ist. Da muss man alles aus den Kurven rausziehen, die paar, die gerade da sind. Und wenn du natürlich ein starkes Auto hast, für die langen Geraden, bist du ein kleines bisschen im Vorteil. Aber man kann dir auch irren, weil ich sag mal, vorne auf Platz 2 sehen wir auch einen
AMG, mit der Jünger, der da unterwegs ist, und der macht das Dirk nicht gerade einfach, ihn dort auf Platz 1 ja, zu belassen. Mal schauen, ob er jetzt da irgendwie nochmal rankommt, ob er irgendwie vorbeigehen kann. In den Kurven könnte es schwer werden, aber nicht so möglich. Wir haben alle schon gesehen. Und ja, drüber die Daumen fehlen, aber wir wollen möglichst, wenn wir schon einen Ausfall haben, möglichst alle mit dabei haben. Dann haben wir ein Magnussen, Michael Garscher und ja, Michael Klein, die beiden Michaels. Ja, die beiden Michaels, die nicht beiden Michaels. Quatsch, ist ja Lukas Alenka. Dahinter ist ja erst Michael Klein. Und Lukas Alenka, der hat sich jetzt einfach mal den Platz geholt. Platz 6. Nee, Platz 5, Entschuldigung. Platz 6 sind wir jetzt gerade, Platz 5 hat er sich geholt. Ja, und jetzt gibt's dann gleich wieder den nächsten Angriff, aber ich vermute, es ist eher zwecklos für Michael Garscher. Der muss eher den Blick da hinten haben, dass er nicht noch für Michael Klein überholt wird. Und Lukas Alenka hat auch wieder eine Slowdown bekommen. Man muss auch unbedingt aufpassen, dass es nicht irgendwann noch mal ganz böse viel ausgehen kann. Aber weiteres werden wir dann hier mehr sehen. Wieder eine Slowdown von Salvo, der gerade hier auf der 14. Position ist. Rissol auf 11, 12. Und jetzt die dahinter. Dann haben wir davor noch Nico Kistenbacher. Der fährt ja so für sich und fast alleine. Dann muss da ein bisschen versuchen, ob er irgendwie nochmal an Ivo rankommen kann. Ich vermute, es wird sehr, sehr schwer werden. Dann haben wir da die Stuhl auf Platz 15. Und den Lars, der Mann auf der 16. Dahinter, sehr schön. Wir haben auch den Björn Peter, den haben wir noch gar nicht im Bild gehabt, hier auf 17. Der ist auch gar nicht so weit weg. Einmal eine halbe Sekunde da mit diesem ganz tollen Audi. Das ist ja auch der einzige Audi, der hier im Bild mit dabei ist. Also, toll, 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 drücke ich auch die Daumen. Der ist so ein bisschen so das Zwischending. Also hat zwar eine angenehme Topspeed, angenehm in den Kurven ist er, ready zu fahren. Aber ja, das Hinter macht natürlich auch eine Menge aus nochmal. Besonders hier, umso mehr Topspeed man hat hier in Monza, umso mehr Möglichkeiten hat man. Wohin? Ja, also Björn Peter jetzt noch dran. Ne? Auf einmal Dani Stuhl und Lars Servant, die werden sich da gar nicht so einig. Ja, wenn das mal jetzt nicht schief läuft, mal gucken. Also wir haben jetzt den McLaren. Genau, wir haben jetzt den McLaren, BMW und Audi. Aber Björn Peter, ja, da hat er sich jetzt reingeschrieben. Und jetzt aus der Kurve raus. Mal sehen, ob mal Dani Stuhl vorbeigeht. Dani Stuhl nimmt die ganz große Weite und zieht früh rein, aber nein, es hat noch nicht geklappt. Aber Björn Peter bleibt auf jeden Fall dran. Vielleicht läuft es ja dann noch in den, ja, kann man sagen, jetzt in der nächsten Runde, also in der, genau, in der nächsten Runde, vielleicht in der nächsten Kurve beim Rausfahren. Die Möglichkeit ist auf jeden Fall da, gerade mal 2 bis höchstens 3 Zehntel dahinter. Das ist nicht viel, also da ist eine gute Möglichkeit drin. Ah, da ist eine gute Möglichkeit drin. Nein, das darf natürlich nicht passieren. Ja, und das ist natürlich Erleichterung für Dani Stuhl. Gut, jetzt haben wir hier erstmal unser Duell leider beendet. Und vorne haben wir, Peter Krippner hat jetzt den Angriff auf Robert Wiesenmüller. Und er ist erfolgreich. Hat das geschafft. Endlich nach vielen, vielen Runden hat er auch Robert Wiesenmüller überholen können und ist damit jetzt unter den Top 3 gelandet. Ja,
es war aber auch schon fast klar, weil ich sag mal jetzt hier Robert Wiesmüller, der war ja jetzt auch hier wieder ja beim letzten Lauf. Da war er einmal auf der 5. Position und einmal auf 2. Ja, klar. Hat dann natürlich dann auch Gewichte mit drauf. Timo Pippert ist ja auch mit dabei in Gewichten. Oliver Bernd und so. Ja, Lars. Lukas Alenka nicht und Peter Jünger auch nicht. Chris Oll müsste eigentlich normalerweise auch nicht dabei sein. Nico Wissenbach hatten wir ja nicht dabei. Dirk war beim letzten Lauf sogar nicht dabei gewesen. Das heißt also, der müsste hier heute mal richtig absahen. Auf jeden Fall, er müsste heute hier mal richtig Punkte mitnehmen. Also er ist momentan auf Rang 9 und war das jetzt hier 100, ja 115 Punkte. Ne, Entschuldigung, nicht 115, 105 Punkte. Das ist natürlich auch schon gar nicht mal so übel an der Stelle. Ja, vorne hat sich bis jetzt erstmal weitestgehend, ja, beruhigt, kann man nicht sagen. Aber es hat sich vielleicht ein bisschen mit Dirk ein wenig entspannt. Ey, gerade die beiden sind ja nun mit gar kein Gewicht unterwegs. Und da warte ich jetzt nur, dass jetzt die letzten, ja, muss ich sagen, 5 Minuten und 50 Sekunden jetzt nochmal irgendwie versucht wird, hier von Peter nochmal Dirk anzugreifen. Und da muss er jetzt auch wirklich langsam Gas geben, weil wir haben jetzt nur noch, warum wir rechnen, wir fahren ja im Schnitt 1 Minute 57, 620 ist die schnellste Rundenzeit. Also die Zeit, also diese hier und dann maximal 2 noch. Also dann ist auch das Rennen vorbei. Der erste Lauf und dann geht's genau für die Top 10 umgekehrt. Ja, also hier hat sich bis jetzt noch nicht viel getan. Mal gucken, was haben wir denn hier? Florian Costa mit dem Duell mit Thorsten Jans. Ja, aber das ist der Abstand fast eine Sekunde. Aber ich grüße auf jeden Fall Florian auf 23. Rang. Das ist schon gar nicht so schlecht. Das ist gut. Man muss ja auch erstmal hier ein bisschen sich so reinfinden. Und die sind dann Slowdowns. Die bejubeln sich hier gegenseitig. Das ist ein alles hier wirklich von Chris Olm, Thomas Kübler mit dabei und Wahnsinn, toll, toll, toll. Ja, da holt man sich eines so nach der anderen und wir können ja nach vorne gehen. Da wird es jetzt doch etwas enger hier. Jetzt geht's der Angriff jetzt los und wen haben wir jetzt da vorne? Ach, die liebe Julia Kallis ist da vorne. Wenn die jetzt auch noch dazwischen kommt, dann wird es hier nochmal richtig eng hier. Damit hätten wir auch die erste und wohl auch die einzigste Überrundung, die wir dann heute erstmal im ersten Lauf sehen würden. Aber Dirk, das mal sehen hier. Peter Jünger hier, gleich dahinter, kommt er da irgendwie ran? Mal sehen. Das muss aber auf jeden Fall so dicht wie möglich dran bleiben. Mal gucken, was haben wir denn hier noch so Schönes hier. Wir haben so eine Action-Cam hier. Wir können auch nochmal hier ein bisschen was anderes rein hier. Auch unsere Jungs hier aus der Luft sind da super mit dabei. Die sind wieder richtig aktiv hier mit unserem Helikopter und können das Ganze hier ein bisschen von oben zuschauen. Aber wenn man hier natürlich die ganzen Bäume hier so sieht, sind eben auch nicht ganz so viel. Ja, so ein bisschen jetzt hier aus der Passage hier. Da kommen wir jetzt in die Cova del Sierra Leone. Ja, Sierra Leone und dann Variante Ascari. Mal sehen, ob wir gleich den nächsten Angriff. Da weiß auf jeden Fall hier der Peter, wisst ihr genau Bescheid, dass es da wirklich schwer fällt. Sehr schwer ist zu überholen. Bis jetzt sieht es eher danach aus, dass es erstmal dazu bleibt und sich auch nicht großartig verändern wird. Schauen wir mal. Mal da. Ah, okay. Jetzt bleiben wir mal ganz kurz hier drauf. Jetzt
aufs Wien. Da zieht er den vierten so richtig hoch bis zum Anschlag. Die letzten 2 Minuten und 20 Sekunden sind angelaufen. Damit hätten wir dann doch 2 Runden sogar, also diese und noch eine dazu. Die machen es hier wirklich spannend, die beiden hier vorne. Aber auch dahinter, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt erst hinschalten soll. Sind einfach gut mit dabei, jetzt mal unterwegs. Hier noch, mal gucken, hier haben wir jetzt die, ja. Wollen ja eigentlich jetzt hier was ganz anderes, haben wir eine andere Forscher. Ah, wo schön hier aus dem Stand. Auch schön wieder Formel 1, also auch ganz, ganz toll. Oh, mega, also wirklich sensationelle Bilder hier. Auch wie die aneinander wegrauschen hier. Mal gucken, wie das bei Dom Cruise und Michael Garscher der Fall ist. Super, super, ja, Mann, oh, schaut euch die Bilder an, Wahnsinn. Ist doch richtig schön anzusehen hier. Tom Cruise, Michael Garscher und die Blindfanger. Da kommen da alle drei angedüst hier und das Feld da vorne. Dahinter ist ja gar nichts mehr zu sehen. Das ist ja Abstand um 11 Sekunden angegangen. Aber Michael Klein nochmal. Michael Klein, der versucht es jetzt nochmal hier gegen Lukas Alenka. Die besten Chancen hat auf jeden Fall Michael. Mal gucken, hier Michael da und Lukas Alenka, der bleibt dran. Ja, das geht ja hier um Platz 4, da geht es um wichtige Punkte in der Meisterschaft. Michael Klein, wunderbar, schön anzusehen hier. Und da seht ihr, ich glaube, der Lukas, der würde am liebsten jetzt sagen, du gibst einen Rechner oder einen Gang oder einen Turbo, wo ich da irgendwie vorbeigehen kann. Nein, jetzt ein paar Monika, da muss er jetzt alles rausholen. Aber schwer, weil hier kämpfen natürlich McLaren gegen den BMW. Und der BMW ist ja auf den Geraden mal das schnellste Auto hier im Feld. Das wird sehr, sehr schwer. Das haben wir genau das gleiche hier auch. Douglas und Peter Jünger, die da hintereinander fahren. Oh, schön anzusehen hier. Mal gucken, was haben wir denn noch alles hier? Naja, da war jetzt die Action Cam hier. War nochmal eine ganz andere Szenerie hier, wie wir die Autos richtig mal sehen, wie die da so die Curves mitnehmen. Also Dirk Nass, der wird sich bestimmt sagen, Mann, das geht jetzt von Runde 1 bis rauf auf 16 Runden. Nur der Druck hinter von Peter. Und er ist aber auch so cool. Und lässt sich da überhaupt nicht aus der Rolle spielen hier. Gar nicht. Also ganz, ganz toll. Kann ich anders sagen? Also beide Fahrer super. Es ist wirklich hier mit der AMG, dass der Peter alles rausholen will, dass er irgendwie nochmal vorbeikommen kann. Aber dann hätte er jetzt hier auch oben schon vorbeigehen müssen. Oder er zwingt jetzt. Ah, da kommt er sehr weit raus. Das hat jetzt nochmal Schwung. Das hat Zeit gekostet. Der Abstand ist auf 4, fast eine halbe Sekunde angewachsen wieder. Ich glaube, das wird es gewesen sein hier. Ja, Dirk auf jeden Fall. Parabolika jetzt rein hier am letzten paar Meter hier zum Ende dieses ersten Laufs hier. Und damit wird er dann im zweiten Lauf auf der Sendposition starten müssen. Aber beide können sich da wirklich beglückwünschen, ein super Rennen zu gefahren. Gratulation an natürlich Dugnas und Peter Jünger. Aber wir dürfen auch die anderen Fahrer nicht vergessen. Peter Krippner, der sich auf Position 3 vorgearbeitet hat in seinem Porsche. Und auch Michael Klein, der auch nochmal richtig schöne Action hier mit dem lieben Lukas Alenka da hatte. Aber auch der Robert Wiesenmüller, der natürlich mit zusätzlichem Gewicht hier auch gut gekämpft hat auf Platz 6. Dann Tom Cruise, 7. Ivo Infanger auf der 8. Michael Garscher, 9. auf Top 10. Da haben wir den Rico Kistenbacher, der auch gerade durch ist. Tim Konietzny ist auch nochmal gut auf Platz 11. Da haben wir Chris Olm auf 12. Leider nur, hätte ich mehr erwartet. Egal, dann haben wir nochmal auf Platz 13. Lars Jermann, der hat sich von hinten nach vorne noch gearbeitet.
Sandro, die Salvo, Daniel Stuhl ist mit auf 15 noch geblieben. Gut dabei. Björn Peter, Pascal Werninger, knapp dahinter. Dann haben wir Timo Pippa, der konnte heute nicht viel machen. Andi Stuhl, der schon in der Box steht. Auch Oliver Bären auf der 20, 21 da. Aber Tom Kübler, dann Fabian Jaroszewski, Florian Noster, Dominik Löwenbauer. Schöne Grüße auch bei dem Kollegen. Dann Thorsten Jans dahinter. Ein packendes Duell nochmal. Dann haben wir unseren Einzelpol mit dabei, der auch jetzt gleich über die Start- und Ziellinie geht. Gratulation, auch 26. durchgekommen. Das ist alles. Und ja, Julia Kallis ist ja bereits durch. Heute ist ja leider in der Box, aber wir haben von 28 haben wir 27 im Ziel gesehen. Der Rennsieger und auch schnellste Runde hier mit 1 Minute 57, 620 geht an Dirk Nast. Ja, jetzt wird auf jeden Fall nochmal sehr interessant, wie wir jetzt im zweiten Lauf dann wieder das neue Renngeschehen dann haben. Wir haben jetzt wieder nochmal unsere 5 Minuten für euch das Warm-up hier. Ja, bleiben wir auch mit dem Bild einfach mal dabei. Also Florian Noster fährt da mal kurz mal raus. Die Reihenfolge stimmt natürlich jetzt hinten und vorne hier jetzt erstmal nicht. Also ist jetzt sozusagen die Platzierung, die sie gerade eben jetzt im ersten Lauf gefahren sind. Aber auf Florian Kloster 23 ist eine gute Position, weil man, ich kenne es ja selber, wie das ist. Wenn man dort versucht, jetzt nach vorne zu fahren, ist nicht immer so einfach. Das sieht immer von der Blickweise her einfach aus, das ist es aber nicht. Mal sehen, andere Kameras haben wir jetzt irgendwie jetzt gerade hier nicht. Jetzt im Inneren, da haben wir hier nochmal ein bisschen Cockpit mit dabei. Da sehen wir auch hier dann da so schön einlenken. Das Ganze haben wir hier nochmal die Flügelperspektive und der Actioncam, die auch schön ist. Also toll gemacht. Dann können wir auch von den lieben Kollegen nochmal erwarten, hier aus der Vollperspektive. Und wir haben wieder noch eine spezielle Sache aus dem Stand, wie die Autos so richtig auf uns zufahren und vorbeifahren. Was hat sich denn da gedreht? Peter muss das gewesen sein. Aber egal. Da hat er sich halt gedreht. Ist ja zum Glück nur das Warm-up jetzt hier. Aber es geht noch um was. Wir haben ja, wie gesagt, jetzt auch noch das zweite Rennen. Ja, dann haben wir im Prinzip ja nur noch zwei Rennen in der nächsten Zeit. Das ist einmal dein Watkins Land in der International GP mit der sogenannte Innerloop. Das heißt, das ist dann die kurze Variante, also die etwas schnellere, die meist so die NASCARs gefahren werden. Und dann haben wir nochmal eine tolle Strecke, aber auch nicht so einfach. Die Zolder, die haben wir da auch noch mit dabei. Die dürfen wir dann nicht vergessen. Dann können wir nochmal gucken, ob wir da nochmal ein bisschen sicher was an. Im Anschluss. Aber wir gehen jetzt hier einfach mal auf die Sünde der letzten zwei Minuten so langsam. Mal gucken, vielleicht habe ich da auch schon mal was. Mich mal ganz mal gucken, ob ich da was Schönes habe. Ja, natürlich. Also, meine lieben Freunde, da haben wir dann nochmal die schöne Liste hier. Also, wir sind heute im Monster unterwegs. Dann sehen wir uns
zwei Wochen. Am 10. Juni dann Watkins Glen wieder. Und dann sind wir zum großen Finale am 24.6. Aufschreiben. Ihr vergesst es. Nee, Spaß beiseite. Ja, auf jeden Fall, das sind dann hier unsere Daten, die wir zurzeit haben. Ich glaube, das sind auch nochmal Meisterschaftspunkte. Gut, da habe ich jetzt nicht jetzt ein bisschen schlecht sehen, aber egal. Das sind auf jeden Fall jetzt hier unsere Daten für euch dann nochmal für die nächsten zwei Rennen. Die dürft ihr auf jeden Fall möglichst bitte nicht vergessen. Uns freut, dass ihr da natürlich einschaltet. In dem Falle mal gucken, ob ich mitfahre oder nicht. Ob ich wieder Motorrad. Ich fahre so viele Motorräder, moderiere oder dann halt mitfahre. Aber auf jeden Fall, heute muss Malte hier mal was ordentlich loslegen, weil der KTM, der muss einfach durchkommen. Malte, das ist Pflicht! Der muss durchkommen. Er muss Punkte sammeln für sich und das Auto. Ja, dann Fabian Jaruzelski. Da haben wir ihn dann mit dabei. Hier im McLaren. Wir haben jetzt hier die schönen Bilder aus dem Stand. Und die Zeit ist auch schon wieder vorbei. Gut, die Zeit ist vorbei. Wir gucken mal, wo wir jetzt hier. Unsere 28 Fahrer hier gleich sehen werden auf so einem zweiten Lauf hier bis heute abends hier in Italien. Monza Grand Prix, einer der bekanntesten und auch früher einer der schnellsten Rennstrecken der Welt gewesen. Die wurde deutlich, aber da war die Geschwindigkeit runtergeschraubt, weil ja auch zu viel schon passiert ist. Aber dafür haben wir alle schon mal gesehen und besonders vorne ist der Rico Kistenmacher und die Abbe geht aus. Los geht's jetzt. Rico Kistenmacher auf 1 dahinter. Gleich Michael Garscher auf der 2. Gleich sogar von Ivo Hintzog überholt. Wahnsinn. Was für ein Packnis wäre jetzt hier? Wer wird sich jetzt vorne behaupten? Berührung? Nein, da hat der Michael Garscher nochmal ordentlich zurückgezogen. Ja, Tom Cruise haben wir auf der 5. Position. Oh, mal schauen. Wo es jetzt hier gleich weitergeht. Aber es sah alles ganz, ganz gut aus. Außer hinten, da ist der Dominik Böhm auch ein bisschen da hinten gefallen. Ja, alles sehr noch eng. Da wird hier ein bisschen so durchgereicht. Dann haben wir hier den Dirk Platz, der gerade erst gewonnen hat im ersten Lauf. Ist immer noch Platz 10. Wird immer wieder am Bus gucken, ob er nicht noch, also noch Platz 11 sogar noch nach hinten gedrückt wird. Dann haben wir Andi Schnur auf 19. Der muss auch da sehr aufpassen, wie so klein wie es geht machen. Aber nein, der Björn Peter, der hat die Lücke gefunden und ist auch vorbeigegangen. So, wird hier auch informiert sein. Noch einmal die Liste hier an. So, da haben wir jetzt auf jeden Fall dann hinter erstmal die Abschnitte hier, die Autos und die Fahrer, wo wir jetzt hier gerade stehen. Also vorne sieht alles so weit, auch für Michael Garscher bis jetzt gut aus. Der konnte doch wieder den Hintermacher überholen und versucht jetzt einfach mal mit dem nächsten Angriff vielleicht sogar das Rennen hier zu gewinnen. Weil sonst die Konkurrenz ist ja doch sehr groß in dieser Sprint-Cup-Saison 2024. Aber zweiter Platz bis jetzt ist ganz gut. Mal sehen, ob er jetzt gegen Ivo sich da vorne halten kann. Er hatte mal das stärkere Auto. Mal sehen.
Ah, da kann er sich nicht behaupten. Nein, da geht gar nichts. Das ist so wirklich. Kannst du sagen, das kann nicht wahr sein. Da ist der BMW schon wieder vorbei. Und auch der Robert ist gleich dahinter. Meine Güte. Der ist gleich dahinter und versucht jetzt hier da vorbei zu gehen. Aber nix da hier, wie Michael Garscher. Der hat genau die Linie gesehen, wo er da hin will. Und da geht erstmal auf jeden Fall gar nichts. Aber guck. Bis jetzt ist hier noch nichts verloren für Robert Wiesmüller, aber er hat natürlich auch zu tun mit den Gewichten. Aber bis jetzt hier und da ein gutes Ergebnis. So, gucken wir mal, was ist denn noch so los hier? Also an die Spur kämpft hier gegen Oliver Bernd. Also das heißt, wir das nächste Duell BMW gegen AMG Mercedes. Und der Oliver Bernd, der drückt da und presst sich in die Kurve rein und raus und das Auto fängt den hinteren Dreher zu wippern. Weil er weiß auch ganz genau, dass hier der Anischnur diesen kleinen Vorteil hat und ihn da auch abbauen könnte, aber während der kämpft wirklich mit allem, was er gerade so hat, solange er da auch ja, eigentlich mal unfair ist. Unfair sind hier im Grunde genommen, muss ich nicht auf einzelne Personen, fair sind sie alle. Wenn dir mal was passiert, dann ist es nun mal ein Racing. Passiert dazu. Damit leben wir auch ganz gerne und haben wir auch kein Problem mit. Dann haben wir auf 16 und 17 Fabio Chevski und Tom Nose sogar. Das heißt, also McLaren gegen Porsche. Tom Nose hat es probiert, hat nicht ganz gereicht, aber Björn Peter hat natürlich die Chance echt mal genutzt, um jetzt hier da vorbeizugehen. Weil er aber schafft, da muss er den Blick da hinten an die Stuhl, ist da auch sofort und geht da noch, geht da vorbei, nein, er geht noch nicht vorbei. Das hat er nicht erreicht und da gibt es mal die Rauchwolken. Ja, die Nerven liegen natürlich jetzt auch nach den, ja, einfach kann man sagen, nach drei Runden hat man hier ein richtig schönes, volles Feld. Richtig klasse zu sehen, das ist doch Racing, das macht Spaß. Ja, Oliver Bernd, der hat nicht so viel Spaß. Er ist also derjenige, der hier die Kurve nicht gekriegt hat. Ach, meine Güte. Da hat sie also nach außen befördert. Und jetzt nach hinten sogar. 22. Malte, der freut sich schon. Malte schneller, von ganz hinten auf 23 wieder nach vorne. Und man hier, wie aus dem Cockpit hier, der KTM, der einzige heute am Rennrad. Mal sehen. Der KTM ist ja leider ein bisschen träge beim Ausfahren. Mal sehen, ob er da vorbeigehen kann. Und sieht alles nicht so danach aus. Schade. Aber egal, hinten haben wir auch ein schönes Bundel. Schönen Zweikampf. Julia Kallis und Julia Costa. Für Julia auf jeden Fall auch mal richtig schön, mal endlich mal hier einen ganz tollen Zweikampf da. Ah, da ist er ein bisschen spät reingebogen. Da kann Julia gleich wieder rankommen, aber mal gucken. Vielleicht wird sich das nochmal verändern hier an der Stelle. Ja, also Julian haben wir auch noch nicht. Also der ist natürlich ganz neu und der ist auch schon wieder vorbeigegangen hier in der Zwischenzeit. Ich konnte mal ganz kurz sehen. Einfach die Punkte durchgehen, aber nichts da. Hier passiert alles so schnell, da so schnell kann man hier gar nicht reagieren. Als Einzelperson. Aber egal. Wir haben dann da die Stuhl auf 13, 14, alles hat die Salvo. 15 Florian Juroszewski, dann Tom Kloster hinter im Porsche, Jörg Peter an die Stuhl und auch Timo Klippert ist da im AMG mit dabei. Es ist alles sehr, sehr eng da, auch im Mittelfeld, da geht es jetzt auch im zweiten Rennen, jetzt nach 4 Runden sogar, jetzt immer noch sehr, sehr eng zu und mal gucken, wie es vorne auf der 4 losgeht. Michael Garscher
kämpft gegen Michael Klein. Er will da auf jeden Fall vorbeigehen, aber es ist immer so eine Sache. Die zwei deutschen Klassen hier, BMW und Mercedes AMG, auf 4 und 5. Alles so richtig schön durch und da ist er aber auch schön rübergerauscht. Jetzt hat er den Schwung gleich sofort mitgenommen. Ja, da muss er, da erhöht er den Abstand nach hinten auf alle Fälle. Muss er sich wahrscheinlich um Michael Klein, nicht Michael Klein, sondern Michael Garscher keine Sorgen machen. Er ist auch jetzt nach der Fahrt Monika, sieht man auch schon, da ist er auch erstmal weg. 17. fast 18. angewachsen. Auch weg. Da die Stuhl und alles hat nur die Salvo. Und ob der Alessandro jetzt da heißt, also BMW gegen BMW wird schwierig. Wird sehr schwierig. Weil beide sind, also beide sind sehr schnell hier unterwegs, auf die Geraden. Man kann nur unter Druck setzen, wie es geht. Da mal sehen wir nach der ersten Kurve, da ist jetzt alles und die Salvo auch wieder mal mit Anne. Aber hier ist er, ist ja auch in der Meisterschaft gar nicht mal so weit weg. Na gut, weit weg kann man jetzt auch nicht sagen. Auf 23 momentan mit nur 35. Ja, hätte ich gedacht, das ist ein bisschen mehr, aber. Aber es ist nichts, was? Mal sehen, ob man sich dann mal an die Stufe vorbeiquetschen kann. Die Menschen wiedersehen. Gehen wir einfach mal zu Lars Bahn und zu Lukas Zelenka auf 9 und 10. Da sieht schon ganz anders aus. Ah, in McLaren, in McLaren. Der Lars, der Mann, der ist außen und hat sich noch mal ein bisschen noch mal rüber. Ich sag mal, es ist so schon okay, im okay-Bereich. Normalerweise macht man nur einmal den Wechsel. Aber es war in Ordnung gewesen. Hey, wir haben schon auch in der realen Motorsport eigentlich schon gesehen, was dann doch irgendwie fair war. Aber hier, das ist schön anzusehen. McLaren geht McLaren. Und da sieht man auch Lukas Zelenka, der reißt das Auto rum, das kostet aber eher mehr Zeit, als dass das sogar Zeit bringt. Aber mal schauen. Jetzt muss auf jeden Fall funktionieren. Und jetzt der Anbremspunkt. Mal sehen, ob jetzt Lukas Zelenka. Nein, er zeigt sie noch nicht. Fliegt der Rehrich über den Kopf rüber. Aber er bleibt auf jeden Fall dran an Lars Zerwan. Ja, im vorderen Bereich, also Rico Kistenbacher, ist auf der 1 vor 1,3 Sekunden vor Ivo Infanger. Ja, da kannst du vielleicht noch mal zum Schluss die letzten 19 Minuten so langsam. Kann jetzt bestimmt noch mal ein bisschen interessant werden, aber sehr schön, wie auch der Ivo da jetzt noch mal zurückgekommen ist und, dann, und auch selbst der Robert auf 3 ist auf dem Gewicht unterwegs, also Respekt dazu, der beste Porsche hier bisher im zweiten Lauf, auch die beiden hier geben sich alles. Ah, da ist er wieder. Ja, okay. Ich hab's jetzt gesehen, es ist in Ordnung. Er ist auf der Hinspur, bleibt mehr oder weniger da und zieht dann ein wenig nach außen hin. Das ist in Ordnung, das darf er auf jeden Fall machen. Das ist ja, ich dachte jetzt nur, das wäre jetzt, dass er jetzt sozusagen auf der einen jetzt bleibt und dann wieder nochmal wechselt und so. Das darf er natürlich nicht. Alles muss man auch niemand erklären, das wissen die Fahrer hier lang genug. Die fahren nicht erst seit gestern. Sim Racing, schon ja nicht sehr Race hoch. Das sieht man auch schon. Und das ist ja auch toll. Aber wir müssen leider hier weg. Wir müssen leider hier weg. Hier vorne wird es jetzt weg.
wohin, Fanger? Robert Wiesmüller dahinter. Meine Güte, jetzt ist aber Robert hier voll dabei und hat erstmal Rico Kistbacher überholt. Rico Kistbacher musste jetzt 2 Plätze abgeben bis jetzt. Schade. Aber da ist so die AMG hier an dieser Topspeed-Rennstrecke nichts zu machen. Absolut gar nichts zu machen. Wahnsinn. Wirklich absolutes tolles Racing hier bisher. Gerade im zweiten Lauf, wo es dann noch mal ein bisschen enger dazu geht. Und da haben wir wieder Robert Wiesmüller. Da sieht man ja auch, der Abstand ist ja auch jetzt deutlich größer geworden. Weil er ist jetzt mal mit dem Auto. Und er macht das wirklich einfach total wie talentfrei. Er hat da die Probe super bekommen. Rico Kistbacher bleibt hinter Michael Klein. Der hat eigentlich von allen dreien das etwas bessere Auto auf den Geraden, das bessere Auto. Aber ob es reicht, die Kurven da schwächen der BMW so ein bisschen. Aber nein, da ist Robert, der Rüppel da. Und Michael, wo wir denn hin, Mensch? Kiesfeld. Oh, da hat er. Ja, da hat er erstmal eine Position abgeben müssen. Nur noch Sechster. Sechster Platz, ja, da musste er Peter Jünger jetzt ziehen lassen im AMG. Und Robert, der ist am Kämpfen, der reißt den Porsche hier rum. Und der Rico Kistbacher, der ist da immer noch dran, der AMG. Jetzt mal sehen, Porsche, hier sieht man, welche ganz minimal guckt, der Porsche. Der hat Gewicht, Leute, der hat Gewicht drauf und dann zieht der weg. Gibt's doch gar nicht, aber doch. Und jetzt Rico, hat es doch geschafft. Ja, er hat es geschafft. Gratulation, Mann, das hat er wirklich super gemacht. Hat ihn abgeklärt hier, gezeigt, wo es lang geht. Und da hat Rico, ja nicht Rico, Entschuldigung, ich komme schon bei den ganzen Ersten durcheinander. Ach, also da hat der Robert wahrscheinlich den Bremsprung etwas zu spät genommen. Und Robert hat auch sofort ihn so unter Druck gesetzt. Also perfekt gemanagt auf jeden Fall. Aber auch für Dirk läuft es hier perfekt. Der ist schon auf Platz 4 vorgefahren. Und der Sieger des ersten Renns ist auf 10 gestartet. Da ist aus, dass er auf 11 oder 12 zurückfällt. Und ist jetzt auf 4. Wir haben gerade mal die 15 Minuten. Also da ist immer alles möglich. Also, Platz 4 für Dugnast. Mal sehen, ob er da gleich jetzt an Robert vorbeigeht. Leute, normalerweise mit einem ruhigen Fahrverhalten, also ja, ruhig kann man hier nicht gehen. Ja, mit einem verschwenkenden Fahrverhalten hier sollte es auf jeden Fall um die Kurve herumgehen. Und jetzt in der Parabolika ist soweit gut gemanagt. Den Bremspunkt etwas später genommen. Und da ist er auch durch. Da ist er durch. Und Dirk Nass ist jetzt schon unter die Top 3 gelandet. Robert Wiesmüller auf 4. Ja, da kann er nicht gegenhalten. Aber wir haben auch unsere Zweikämpfe noch. Wir sind überall hier auf Platz 9 und 10. Da sind da immer noch Lukas Alenka. Und das waren beide immer noch seit unten. Können Sie sich nicht eingehen, wer denn unten vor ein oder hinter ein fährt. Ja, auf jeden Fall, Lars Erwan hat es jetzt irgendwie lange gereicht. Ja, wir sind sehr spät auf die Bremse gehen, konnte das Auto nicht halten und muss sich jetzt wieder hinter Lukas Alenka wieder einfädeln. Aber auch weiter hinten auf der 21 und 22 Timo Pippert, der mit Gewichte heute auch nicht so zu tun hat. Ja, und eigentlich hat mal Thomas Kübler dabei gehabt, aber der hat die Kurve hier nicht gekriegt. Aber auch dann Adi Stuhl und Jörg Peter und Pascal Berniger. Die drei sind auch schon seit einigen Runden hier auch nicht abfallen.
Er sieht doch, wie verzweifelt der Unifahrer hier in der Behörde geht, der da versucht, da irgendwie vorbeizugehen. Tolles Racing. Also, hätte ich hier Monza ganz ehrlich nicht gedacht, dass wirklich das Feld noch sehr lange hier sehr dicht zusammenbleibt und dass noch einen großen Teil hier und noch fast kein Unfall passiert, sondern es sehr fair abläuft, auch gerade am Start, der sehr, sehr mächtig ist. Aber wir sind hier auf Platz 2 und 3. Lukas hat jetzt gerade eben den Rico Pistenmacher überholt. Und hat die beste Chance jetzt noch zum Ende des Rennens jetzt hier auf die 1 zu fahren, wenn er das jetzt noch macht. 1,5 Sekunden sind nur noch zwischen ihm, zwischen den Schweizer und den Deutschen. Dirk Nast. Also Wahnsinn. Wo haben wir denn Dirk? Dirk Nast haben wir auf 9 mit 105 Punkten, Leute. 105 Punkte. Es gibt dann aber für den ersten Sieger gibt es erstmal 28 Punkte. Zum zweiten nur 25. Ja, also er ist jetzt einmal Erster geworden. Und wenn er jetzt nochmal, das heißt also 56 würde er kriegen. Uff, etwa 161. Ja, 161 Punkte. Gute Hausnummer. Da wird er zwar dann vorne mit ankommen. Also Timo Kuppert ist natürlich dann trotzdem mit dabei. Oliver Bernd ist ja rein abgeschlagen. Aber er konnte schon so unter die Top 5 wäre jetzt am heutigen Abend auf jeden Fall möglich. Wenn er jetzt noch den ersten Platz holt, dann auf jeden Fall. Also da ist er dann gut bedient hier im Monster und kann zufrieden nach Hause fahren, wenn er, ja, wie man es so sieht, leider nicht Platz 1 wird, sondern noch 9 da ist. Ich komme hier nicht mehr hinterher. Ich muss alles unter einem Bildschirm hier managen und deswegen gehe ich manchmal leicht nicht so ganz mit, was die Sache ist. Aber dann hat sich das Ganze hier schon wieder erledigt. Empfänger, das sieht sehr sicher für ihn aus, auf Platz 1, fast sogar 4,5 Sekunden. Boah, Robert Wiesenmüller, der wiederum hält sich da möglichst so gut wie es geht, mit Michael Klein und Peter Jünger vom Hals. Und dann haben wir noch Peter Krippner auf der 5. Also, da ist noch einiges drin. Sechster, Michael Garscher. Unterwegs, dann haben wir leider Abstand. Da ist dann Lukas Alenga, der ist jetzt dann auch vor Lars der Wahn. Oh, sehr hart rübergefahren. Wir müssen nochmal zurückgehen auf Platz 2 und 3. Da ist Michael Klein jetzt doch vorbeigegangen hier an Robert Wiesenmüller. Ja, ich vermute, da hat er auf jeden Fall jetzt ein bisschen später gebremst und ist etwas besser aus der Kurve rausgekommen. Bremst auch sicher, vielleicht etwas früher rein, damit er die Info halt hinter sich lassen kann. Aber super, super toll gemacht auf jeden Fall von Michael Klein auf Platz 2. Wir haben da noch 9 Minuten sogar. Machen wir einfach mal im hinteren Feld, da haben wir auch noch Dominik Löwenbauer auf 25 und 26. Also Dominik Löwenbauer, McLaren gegen Thorsten Jans. Und dann haben wir nochmal Florian Costa. Der ist nochmal 6 Sekunden dahinter. Und Julia Gallis auf 28. Hätte hier gerade auf der Startziel. Geraden ein, schön, dass er weiß. Der Oliver Bernd, der kann hier heute nicht viel anrichten. 24. Rang. Ja, 24. Rang, das gibt gerade viele Punkte. Und gut, das ist dann immer leider der Fall. Ja, 24. Rang, das ist sogar, ja, das ist der letzte Punkt. Das ist ein Punkt. Also, der letzte Punkt hier. Ja, also wir haben also 4 Leute, Dominik Löwenbauer, Thorsten Jans, Florian Costa und
auch für Kallis, die leider bis jetzt hier nicht in den Punkten sind. Räuber Bernd geht es dann aufwärts, dann ab 2, 3 und dann immer so weiter in der Liste, wie wir es dann so haben. Dann haben wir also Pascal Wenninger gegen Timo Pippert. Da ist auch Timo Pippert endlich mal wieder einen schönen Zweikampf so zu sehen. Mal sehen, ob er ankommen kann, denn Pascal Wenninger, also McLaren gegen Mercedes. Timo Pippert, da ist er beim Curb, hier geht er auch, ja, ganz gut sogar drüber. Also sieht doch sehr sanft aus, wie er am je das macht. Scheint auch so seine Stärke zu sein. Aber es reicht noch nicht. Es reicht an der Stelle noch leider nicht, um Platz 20 zu holen. Dann haben wir auf jeden Fall wieder bei Andi Stuhl. Momentan 16. Björn Peter und auch Fabian Jiroszewski dahinter. Wieder Dreierkampf. Aber er könnte auch aufschließen sogar auf Alessandro Di Salvo oder jetzt ist sogar Tim Kroos da. Ist, da geht es natürlich auch jetzt richtig da hin und her. Also Di Salvo, Tom Kroos bleibt nicht. Ja, der weiß auch nicht, wo die Stärke der Branche ist. Und da ist er wieder vorne weg gegen die BRB. Ja, da haben wir natürlich jetzt auch hier Mittelfeld ordentlich ein paar Fights. Chris Olm auf der 11 unterwegs, der auch wieder ein McLaren. Wir haben viele McLaren hier so mit bei, auch die ganze Saison schon. Aber sehen, wo wir dann hier in den letzten Wochen, ja, etwas mehr als 5 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Das von 30 Minuten, also die Zeit. Rast hier recht runter hier. Und Schuldfanger sieht bis jetzt ganz gut aus. Da vorne ein paar 4,3 Sekunden. Vorne weg. Also, ich vermute, da wird nicht mehr viel passieren. Lars der Bahn und Lukas der Linke, da ist der Lars wieder vorbeigegangen. Aber die beiden fahren ja im gleichen Modell. Also, wo die Stärke und Schwäche dieses. Für McLaren, sie sind auch die jetzt von der ganzen McLaren-Truppe die besten, schnellsten unterwegs. Heute Abend. Da ist der Bahn, war ja auch beim letzten Mal. Er war sogar eine Weile nicht dabei gewesen. Da ist der Bahn, ist ja nur durch zwei. Ja, gar nicht mehr, also Zucker war nicht und Wagia Ring war ja nicht unterwegs, hat auch gerade mal 59 Punkte geholt, aber war immer so Mittelfeld dabei. Und Lukas Alenka, der ist ja da noch ein bisschen weiter vorne, oder wenn er ein bisschen ist, der Trieb sogar auf Platz 4 momentan. Der kämpft natürlich darum, dass er hier noch einen oder anderen Punkt jetzt mitnehmen kann. Wäre natürlich jetzt gut beim ersten Lauf. Ja, war es durchschnittlich. Hätte etwas, ja, hätte der da ein bisschen besser sein können. Aber egal, Hauptsache auf jeden Fall nach vorne kommen. Und er hat eigentlich bis jetzt im zweiten Rennen hier einen guten Zweikampf hier. Weil die beiden nehmen sich, nehmen sich beide hier nicht so wirklich viel. Besser länger. Ja, wird aber so ein bisschen. Ja, er ist so ein bisschen innen. Jetzt werden sich wieder zurechtlegen. Aber Lars, der ist halt nicht ganz. Meistens nicht so aus der Ruhe zu bringen. Nimmt den Windschatten mit. Also, die müssen nur eher den Blick nochmal da hinten haben, dass der Dirk Nass, der leider noch ein paar Federn drin hatte, die besten Chancen hatte, noch vorne um den Sieg zu kämpfen. Dahinter ist auf der. Position, aber er würde jetzt da noch einiges noch haben mitnehmen, aber er wird natürlich versuchen, jetzt diese beiden mal vor sich noch zu überholen. Bei Platz 6 ist ja immer noch etwas besser als Platz 8.
gar nicht richtig raus hier, weil zum Trinken hier ist richtig viel los. Ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt gucken soll. Selbst hinten sogar der Gabriel Todopka ist sogar jetzt hier an Neumar Bern vorbeigegangen. Auch sehr schön, der wird sich freuen, natürlich wieder eine Position dazu gewonnen. Seine ersten Erfahrungen hier bei uns und bis jetzt ein gutes Rennen gefahren. 23. Dachte sich Neumar Bern, der natürlich jetzt versucht, das heißt natürlich AMG gegen AMG, der eine etwas leichter, der andere etwas schwerer am Auto. Aber ganz egal, ja, er lässt sich da unter Boja mal gucken, lässt er sich aus der Ruhe bringen. Nein, das sieht gut aus. Und jetzt mal sehen, ob er da irgendwie ein bisschen Abstand rausfahren kann. Aber Oliver Bernd, der geht da ganz aggressiv auf den Körper rauf. Nimmt den Schwung sehr hart mit jetzt hier. Mal sehen, ob er jetzt zurückkommt. Jetzt auf die Parabolika. Nein, Gabriel bleibt da vorne. Oliver Bernd nimmt die etwas längere Spur, aber er bleibt dran auf jeden Fall. Weit sind die Trennen, die beiden. Also ganz, ganz toll. Und bei Chris Olm ist etwas passiert. Oh nein. Ach, schade. Chris Olm richtig vom Moped 18 zurückgerutscht. Aber gehen wir nochmal zurück hier. Die beiden hier. Chris Olm auf jeden Fall. Das ist ärgerlich. Da hat er viele gute Plätze wieder verloren, aber passiert halt. Gerade in den letzten drei Minuten, oder wie gesagt, jetzt sind wir in der letzten Minute so angelangt und wir haben auch jetzt nicht mehr viel jetzt zu sehen. Die beiden kämpfen auch untereinander sehr gut. Tim Konietzny dagegen Alessandro Di Salvo, der nächsten Schweizer hier an die Schule. Oh, wer ist da reingefahren? An die Stuhl! Das kannst du nicht. Nein, an die Stuhl! Mit einem groben Fehler. Ah, da ist er. Wahrscheinlich ist er jetzt auch irgendwann fertig. Ah, schade. Und Malte Schneider jetzt von außen. Der KTM. Jetzt ist er. Ja, der ist auf jeden Fall durch. Man hat den ganzen Schwung mitnehmen können. Und ob er jetzt für eine Runde muss er noch. Mal sehen, wo haben wir den Führenden? Wo ist er denn? Da ist er. Ja, es sind noch 11 Sekunden und wir sehen noch eine ganze Runde. Eine ganze Runde, da ist auch Julia Kallis gerade gewesen im Bild, leicht dahinter. Ja, wenn ich das jetzt so sehe, wir haben hier etwa 3 Sekunden. Also das sollte Ivo auf jeden Fall sich hier gar nicht mehr nehmen lassen. Der wird auf jeden Fall da die für sich nach Hause nehmen. Also es lief im ersten Rennen gar nicht so schlecht, im zweiten jetzt noch viel besser sogar. Aber ich muss zugeben, ich hätte jetzt da nicht so gedacht, dass sich das so doll noch mal durchrührt, da dass auch selbst der Rico Kistenbacher nur auf der Ziel jetzt unterwegs ist. Aber man sieht doch hier, wer Geschwindigkeit drauf hat, ist ein bisschen im Vorteil. Ja, aber Ivo geht da ganz entspannt. Chris Olm an die Schnur. Was ist denn da los? Ja, Peter. Da sind jetzt mehrere Autos. Sind die jetzt schon durch? Weggeflaggt? Okay. Sind also schon durch oder was? Ach. Ah, gut, okay. Also haben wir dann hier. Ja, muss hier. Hey, sorry, also. Jetzt schon, ach ja, Mensch, wir sind ja schon durch. Ja, also Gratulation. Leute, das ist alles heute ein bisschen wild hier. Okay, also Ivo Hinfanger. Dann haben wir Michael Klein auf der 2. Dann dahinter Peter Jünger, Robert Wiesenmüller. Peter Grimmer ist da mit dabei. Lukas Alenga auf der 6. Dann haben wir Lars Bahn auf der 7. Dirk Nass noch 8er geworden. Gascha, Rico Kistenbacher 10. Tom Groß 11. 12. Dani Schuhl, die Salvo auf 13. Tom Konietzny und da haben wir auch gleich noch hier die Listen. Björn Peter auf der 15. Fabio Juruszewski
auf der 16. Jetzt war ich ein bisschen jetzt hier total verwirrt, aber wie gesagt, ist jetzt also soweit jetzt hier dann durch. Meinte Schneider 18, an die Stuhl 19, dann nur durch den Fehler Pascal Wendiger auf 20. Und aber dann unsere Checkered Flag hier. Ja, super. Ja, da haben wir unsere Liste dann da. Und sagen. Also jetzt mal die Liste mit allen Fahrern. Wer auch die schnellste Runde gefahren ist. Und wer das Rennen gewonnen hat. Auf jeden Fall Michael Klein mit der schnellsten Runde. Ivo Infanger mit dem Sieg hier. Das waren alle und haben sie alle soweit drin. Super, ich freue mich. Ach, das war wieder zwei wirklich interessante, schöne Rennen hier zum fünften Lauf hier der GT4-Meisterschaft. Gut, meine Lieben, ich werde erstmal ein, ja, euch natürlich mal hier sowas. Bisschen Werbung hier hinterlassen. Ja, wir sind ja gerade jetzt hier im Wartebett, also können ja auch mal Werbung machen hier. Haben wir ganz vergessen. Also, wir haben alle zwei Wochen natürlich dann hier, wo wir heute Abend sind, Race Room am Fun Friday. Kommt ins Forum. Könnt ihr einfach dann abstimmen, dass wir wenigstens immer so einige Leute, mindestens fünf so zusammenkriegen. Dann wird das auch Ganze natürlich gefahren hier. Mehr sind natürlich auch gestreamt. Aktuell natürlich dann hier die RV GT4, also GTR 4 Meisterschaft, wo wir gerade heute Abend sind. Dann haben wir immer wieder hier Automolista 2. Da haben wir auch unsere Hot Labs immer mit dabei. Auch alle zwei Wochen Fun Friday. Da seid ihr herzlich willkommen. Kommt einfach rein. Habt Spaß. Manchmal wird so gestreamt von einem Leuten oder von mir auch ganz gerne mal, je nachdem wie es zeitlich auch machbar ist. Und dann natürlich aber auch, wo es natürlich immer ein bisschen Unruhe fühlt, wenn hier natürlich ein halbwegs gutes, vernünftiges. Ach, war was groß. Ihr seid cool drauf. Ihr habt ein gutes Mikrofon, könnt euch gut unterhalten. Wisst auch Bescheid mit der ganzen Technik hier, die wir so haben. Werde auch natürlich dann hier von unserem Julian erfahren, von mir oder sonstiges. Könnt ihr auch da auch gerne im Forum nachfragen, aber natürlich dann immer hier ist am meisten dann der Julian da mehr verantwortlich, weil das ist ja unser Techniker. Könnt ihr immer im Forum dann schreiben, würden wir uns auch freuen, wenn wir euch da so mal sehen würden. Ja, und ich würde dann erstmal für euch hier nochmal so ein bisschen Werbung hier einblenden und würde dann auch gleich wieder mich hier wieder melden. Mal sehen, vielleicht kommt da jemand ins Studio nochmal, also hier im Interview. Sonst bin ich dann erstmal kurz hier weg und sage einfach mal bis gleich.
So, liebe Freunde, und da bin ich dann auch schon wieder. Ja, das haben wir jetzt mal ganz kurz mal ausgeruht und wir holen unseren ersten Gast jetzt hier runter, den Dirk Nast. Ja, schönen guten Abend, Dirk. Grüß dich. Guten Abend. Grüß dich, André. Ja, das war ja eigentlich fast ein Abend für dich gewesen, aber fast. Hätte eine Sensation heute werden können. Ja. Fast, ja wirklich fast. Ich sag mal so, der BMW war okay auf Monza, kommt entgegen. Ich mag die Strecke auch sehr und ich hatte kein Gewicht. Ich hatte mir eigentlich schon ausgerechnet, auf jeden Fall ohne Kollision irgendwo erste Rennen zu gewinnen. Und zweite ist halt auch eine Glückssache, ne? Ja, aber ich sag mal, in den ersten Rennen, da warst du auch ziemlich unter Druck gewesen so. Aber dann hast du doch so ganz gut managen können, warst du eigentlich weit mal ganz gut drauf gewesen. Und jetzt im zweiten Rennen, da warst du ja auch erst und dann habe ich dann irgendwie gesehen, auf immer warst du weiter hinten. Da war irgendwie eine Kollision oder ein Fahrfehler. Ja, ich war eigentlich bis auf 3 nach vorne, bin dann auf 2 am Rico vorbei und habe noch gesagt, mein Bremspunkt ist ungefähr da, weil mit dem BMW musst du sehr früh bremsen, also ich auf jeden Fall. Ja, und dann hat er mich eben halt in der ersten Kurve von hinten getroffen und dann stand ich rückwärts zur Fahrtrichtung. Ja, und dann war es dann irgendwie Platz 10 und dann hinterher auf 8 nach vorne, aber okay, hat aber irgendwo Spaß gemacht. So ein Bremsfehler kann auch mal immer mal passieren, kein Vorwurf an irgendeinen. Ja, das ist richtig. Außerdem gibt er dann trotzdem wenigstens mal Punkte auch. Was jetzt im letzten Rennen war es ja jetzt nicht da, aber dafür hast du ja heute ordentlich mitgenommen bei immer 28 und dann hast du hier nochmal 17 Punkte und nochmal im zweiten dann dazugen. Ja, das ist aber einiges. Also ich sag mal, wir haben jetzt sowieso noch einiges, wie es hier so durchgeht an Punkten. Sag mal, wenn, weiß ja nicht, ob jetzt in den letzten beiden Läufen jetzt auch noch dabei bist. Weil dann könntest du doch mal in der Meisterschaft noch um die Top 5 noch sehr interessant werden. Das hatte ich eigentlich auch vorgehabt. Also die letzten beiden Rennen werde ich definitiv teilnehmen. Ich weiß nur nicht, wie das jetzt, ein bisschen Gewicht werde ich ins Auto bekommen. Ich weiß nicht, wie es auf Watkins Glen sich auswirkt. Aber ich habe auf jeden Fall noch mal vor, oben anzugreifen und dann auch im Endeffekt mit dem Robert die Teamwertung irgendwo, wenn es geht, auf 1 zu beenden, wenn es funktioniert. Aber es ist eine ganz harte Konkurrenz hier. Da sind alle unheimlich schnell, je nach Strecke und je nach Fahrzeug und Gewicht. Da können die, weiß ich nicht, da können 15, 16 Leute gewinnen. Ja, macht, das stimmt, ja. Macht sehr viel Spaß, muss ich sagen. Ist wirklich echt gut. Hast du recht. Ich sag mal, alleine schon, wenn ich jetzt mal hier, der Robert Wiesenmüller, der ist auch mit Gewicht durch die Gegend gefahren und der hat da gekämpft wie so ein Bulle, sag ich mal. Also der ist da schon und hat da auch nicht mitgehalten. Also ja, ich sag schon mal, das war auch der Porsche. Ich glaube, der Porsche mit Gewicht war auf Monza irgendwie nicht so gehandicapt wie jetzt zum Beispiel der Olli mit dem Mercedes mit den 80 Kilo. Ja, das stimmt, ja. Und nach dieser BOP, die da war, ich weiß nicht, was da genau passiert ist. Es gab eine BOP, aber keine Ahnung, was da. Also ich habe jetzt nicht gedacht, dass ich dadurch jetzt schneller geworden wäre oder so. Vielleicht ist der Mercedes ein bisschen langsamer geworden, aber das kann man ja dann sehen bei den nächsten Rennen auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Also sag mal, jetzt ist so von Topspeed hier und so. Also hier BMW war ganz vorne. Und wie du schon sagst, also hier Porsche war ziemlich gut dabei, trotz mit Gewicht. Der AMG konnte im Prinzip auf den Geraden nichts machen. Also das war bei ein, zwei Kämpfen gewesen der Fall. Ja. Aber schön, dass du wieder heute Abend dabei warst, bei den nächsten beiden Rennen auch wieder heute dabei bist. Ja, dann glückwünsche ich dir auf jeden Fall zum ersten Rennen, dass du gewonnen hast da und ja, weiter so, sag ich mal dazu. André, danke dir. Ich wünsche dir noch einen schönen Restsonntag. Hat wieder Spaß gemacht. Ja, danke, jedenfalls. Okay. Ciao. Gut, tschüss. So, meine Lieben, dann nehmen wir unseren, wir gehen jetzt einfach mal den nächsten raus. Wir grüßen einfach mal Ivo, unseren Schweizer. Ja, was sag ich mal, zu uns hier holen. Oh, die gehen alle weg. Aber komm, Ivo nehmen wir heute noch. Ja, schönen guten Abend, Ivo. Grüß dich.
Ja, guten Abend zusammen. Ja, schön, dass du dabei bist. Ja, wie war dein Gefühl heute Abend so? Ja, extrem spannender Abend heute. Das erste Rennen war nicht so erfolgreich. Start war super, wie immer beim BMW. Hatte dann eine kleine Zeitstrafe und habe mich dann mehr mit dieser beschäftigt und kam dann auf der Ascari ein bisschen ins Kiesen, habe dann viele Plätze verloren. War dann natürlich bessere Startposition dafür im zweiten Rennen. Das ging extrem gut, kam relativ gut weg, habe auch nach vorne arbeiten können. Dann Dirk war heute unfassbar stark, unglaublich. Der war dann auch, ich glaube, 12 Minuten vor Schluss war nur noch 3 Sekunden hinter mir. Dann wusste ich es ja, dass wir nichts. Und habe dann plötzlich gesehen, dass er im Rückspiegel, dass er sich gedreht hat. Ich weiß nicht, ob es ein Fahrfehler war oder ein Rennunfall. Er hat sich dann mit einem Kollegen da, die haben sich berührt und dann war es dann halt leider. Ja, das war natürlich schade, weil das war ganz klar der zweite Sieg gewesen für Dirk, weil das war unglaublich, wie schnell das er heute war. Ja, und am Schluss gab es dann ein bisschen Verwirrung, weil gab es nicht der Einzige, aber der Server hat dann plötzlich gesagt, in der vorletzten Runde, das Rennen ist zu Ende. Dann habe ich dann abgebremst, weil ja, dachte, es war wirklich zu Ende und dann plötzlich kam Michel von hinten angedüst, immer noch mit Vollgas. Und da dachte ich, okay, vermutlich ist es doch nicht zu Ende und dann ja, hat er den Sieg geholt. Ja, das ist das habe ich auch so. Also, ich war selber verwirrt, ich habe geguckt, ich dachte, wieso das Rennen müsste jetzt vorbei sein. Und dann stand auch richtig da over. Ich dachte, okay, ja, die stehen alle drinne. Ja, ihr Vater noch ganz genüsslich, wie. Also, es ist ja schon mal in der Formel 1 passiert im Qualifying, also das war letztes Jahr. Die ganze Mütter durch die Gegend gefahren und standen alle. Und hier wusste gar keiner, ist jetzt noch eine Runde oder ist vorbei? Ja, das ist natürlich dann auch blöd, weil im Prinzip der Sieg war ja nun normalerweise eigentlich deiner, weil dich hätte ja nun keiner mehr bekommen. Ja, Michael hat dann schon noch gut aufgeholt am Schluss, aber ja, zum guten Glück habe ich auch nicht Escape gedrückt, sondern bin weitergefahren. Und da konnte ich doch noch den dritten, ich glaube es war der dritte Platz schlussendlich noch ins Ziel retten. Also von dem her bin ich doch noch zufrieden und ich gönne Michael diesen Sieg. Hauptsache BMW hat gewonnen, das ist das Wichtigste heute. Genau, so sieht's aus. Muss man halt eben ein bisschen entspannt sehen, ja. Genau, hat trotzdem Spaß gemacht. Will ich mal gucken. Du hattest aber schon mal. Nee. Ach nee, gewonnen hattest du bis jetzt noch gar nicht. Mensch, das wäre der erste Sieg gewesen. Das wäre der erste Sieg gewesen. Ja, das wäre der erste Sieg sogar gewesen. Es hätte heute richtig Punkte geben können. Dann halt eben Watkins denn. Ja, Watkins könnte gut gehen. Ich glaube, ich bin jetzt auch die Kilo wieder draußen und Watkins hat schnell und hat keine Curbs, also das könnte dem BMW vermutlich auch entgegenkommen. Ich bin gespannt. Ja, ich bin auch gespannt, ja. Ganz kurz. Achso, das ist Watkins Länder. Wird wahrscheinlich dann die normale Variante sein. Na gut, wird interessant, wie er dann. Ja, so wird. Also ich sag mal, das BMW. Ach nee, genau, wir haben die Innerloop fahren wir ja. Das ist ja die sogenannte, was man in der NASCAR so fährt. Also könnte auf jeden Fall nächstes Mal weit gehen. Ja, ich denke, es sollte also Porsche und dem BMW entgegenkommen, ja. Ja, ich denke mal, hier wird der AMG muss dann schon tun, dass er vermutlich mal jetzt. Aber BMW, gute Chancen. Ja, immer schon. Ja, ich also denke, ja. Ja, super, aber trotzdem Platz 3 in Punkte und. Ja, definitiv. Also, ich bin trotzdem zufrieden. Ja, ich freue mich, dass du wieder dabei warst. Ja, würde dich auch sonst verabschieden und dann, ja. Und schönen Abend. Okay, Ivo, also, dann mach's gut. Tschüss. Tschüss. Schönen Abend. Jedenfalls.
So, liebe Kollegen, Rennfreunde und die es noch gerne werden wollen. Ja, was machen wir denn jetzt? Mal hier mal gucken, ob wir noch was Schönes hier haben. Immer was Schönes. Mal gucken, vielleicht haben wir noch mal ein bisschen was Feines hier. Nee, kann ich euch leider auch alles nicht so bringen. Aber egal, auf jeden Fall mehr als Spaß gemacht. Ich freue mich natürlich, dass ihr alle wieder mit dabei wart, hier zum fünften Lauf, hier in der RVGT GT4 Meisterschaft. Drückt einfahren natürlich in zwei Wochen auf, wieder die Daumen. Schönen Abend noch, viel Spaß auf jeden Fall. Mal sehen, ob dann nächstes Mal wieder Stefan dabei ist oder ich oder sonstiges, welch egal. Wir waren wenigstens trotzdem live. Mich hat's gefreut, euch wieder hier im Chat aktiv zu sehen. Schönen Abend und wir hören uns demnächst wieder. Und nicht vergessen, schaut immer wieder mal bei uns hier vorbei, bei RVGT, und würde mich dann hier heute Abend verabschieden und eine schöne Woche noch wünschen. Bis dann. Tschüss.